14 Mal haben wilde Tiere Fotografen schockiert. Viele Fotografen, Amateure als auch Profis, tun alles für die perfekte Aufnahme. Aber dabei können sie gerade von Tieren auf vielfältige Weise überrascht werden. Sie können brutal, aggressiv oder liebenswert sein. Alles hängt vom Glück des Kameramanns ab, so wie in diesem unglaublichen Video von 14 wilden Tieren, die ihre Fotografen schockierten. Nummer 14. Antarktis-Fuchsbaby schaut in die Kamera. Schön, wenn dein Motiv dir eine Nahaufnahme schenkt. Als der Profifotograf Stefan Forster nahe der Disco-Bucht in Grönland arktische Tiere fotografierte, bemerkte er ein Polarfuchsbaby, das ihn von Weitem musterte. Er folgte ihm, aber es versteckte sich, bis es plötzlich direkt vor der Kamera auftauchte und in die Gegenlichtblende biss. Dann blieb es eine Weile sitzen und bescherte dem Fotografen einen liebenswerten Moment. Was für ein charmanter Kerl! Nummer 13. Löwe überrascht Safari-Fotograf. Bekämst du auf diesem Hochsitz einen Schlaganfall oder vielleicht einen leichten Herzinfarkt? Während dieser Safari-Fotograf versucht, einen Löwen für seine Gäste ausfindig zu machen, schleicht sich hinter ihm ein ausgewachsener Löwe an. Es ist lustig, wie dieser ihn anschaut, als ob er sagen würde: "Hey Dummkopf, leg das Fernglas weg, ich bin genau hier." Dieser Löwe sieht wirklich so aus, als hätte er viel Selbstbewusstsein und Coolness, was diesen Mann völlig überrascht hat. Nummer 12. Grizzly sitzt neben Fotografen. Wie oft kommt es vor, dass ein Tier die Arbeit eines Fotografen bewundert? In diesem einmaligen Fall stellte Drew Hamilton einen Stuhl am Ufer des McNeil River im Schutzgebiet McNeil River State Game Sanctuary in Alaska auf, als er einen unerwarteten Gast bekam. Ein großer Grizzly kam beiläufig herüber und setzte sich neben Drew. Verängstigt, aber ruhig, wartete er ab, bis der Bär genug hatte und sich entfernte. Auch Tiere brauchen Zeit, um über das Leben und die Natur nachzudenken. Nummer 11. Gorillas machen Fotobombe auf Selfie. Apropos unerwartet fotografiert werden. Bei der klassischsten Fotobombe aller Zeiten posierte ein Gorilla im Hintergrund des Selfies eines Park Rangers. Andrew Baumer vom Virunga Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo wollte ein Selfie mit seinen Schützlingen machen, doch entstand etwas ganz Unerwartetes. Darauf sah man keine geringere als seine Lieblingsgorilladame Ndakazi und ein anderer Artgenosse beugte sich vor, um ebenfalls mit aufs Bild zu kommen. Das Foto von 2019 wurde zu einem weltweiten viralen Hit. Leider verstarben Ndakazi 2021 in den Armen ihres Lieblingsmenschen André. Nummer 10. Nashorn attackiert Fotograf. Nicht immer lassen sich Tiere gerne fotografieren und Menschen sollten eigentlich vorher um Erlaubnis fragen. Der Fotograf Sam Forster dachte, er würde dieses Nashorn in einem ruhigen Moment erwischen. Doch es griff plötzlich sein Fahrzeug an. Zunächst dachte das Team an einen Scheinangriff, bis das Tier direkt auf das Auto zustürmte. Zum Glück kippte es nicht um, aber die Insassen hatten wohl den Schock ihres Lebens. Nummer 9. Erdmännchen umzingeln Fotograf. Viele Naturfotografen werden dir sagen, dass Erdmännchen frech sind. Dieser Fotograf wollte ein paar gute Aufnahmen machen, als sich der Spieß umdrehte. Die neugierigen Tiere schauten sich plötzlich den Mann an. Eine stand sogar auf seinem Kopf und hielt nach Raubtieren Ausschau. Das gleiche neugierige Kerlchen sprang dann auf die Kamera und schaute in die Ferne, als wollte es sagen: "Was fotografieren wir denn da?" Nummer 8. Elch stößt Fotograf um. Als Vince Camiolo im Cataluchi Valley des Great Smoky Mountain National Park Elche fotografierte, bemerkte er einen jungen Elchbullen, der an der Kamera schnüffelte. Dann wollte er auch den Fotografen untersuchen.
Er schnüffelte zuerst an ihm und dann, zum Entsetzen aller, versetzte er ihm einen Kopfstoß. Solche Angriffe können tödlich sein, aber zum Glück wusste der Fotograf, dass er sich nicht bewegen oder zurückschlagen sollte und setzte sich still hin, bis das Tier ihn aufstehen ließ und er sich in Sicherheit bringen konnte. Nummer 7. Eisbär interessiert sich für Wildtierfotografie. Ein Tierfotograf musste seine teure Ausrüstung auf dem Eis liegen lassen, als sich ein Eisbär an seiner Kamera zu schaffen machte. Er wollte eigentlich einige interessante Bilder von ihm machen, doch als der Bär sich umdrehte und auf ihn und seine Ausrüstung zuging, musste er sich so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Als der Eisbär an der aufgestellten Kamera schnüffelte, holte er schnell eine andere heraus und schoss dieses perfekte Bild, auf dem der Bär durch den Sucher schaut. Nummer 6. Krokodil stürzt sich auf Kameramann. Man tut gut daran, Krokodile nicht aus nächster Nähe zu fotografieren, es sei denn, man ist ein professioneller Fotograf. Dieser Mann bekam den Schreck seines Lebens, als er dachte, er könne vom Flussufer aus Krokodile fotografieren. Während er mit dem Fokussieren beschäftigt war, sprang eines der Tiere aus dem Wasser und stürzte sich auf ihn. Dank seiner guten Reflexe hüpfte er im letzten Moment weg. Sonst hätte das Krokodil ihn zum Abendessen verspeist. Nummer 5. Krabbenklau auf Profiniveau. Ob du es glaubst oder nicht, aber hier wird die GoPro eines Fotografen von einer Krabbe gestohlen. Seltsam, oder? Nachdem er die Kamera vor einem Krabbenloch in einem Resort auf den Fidschi-Inseln aufgestellt hatte, untersuchte ein großes Exemplar das fremdartige Gerät. Die Aufnahmen waren unglaublich, bis der Mann entsetzt feststellte, dass das Tier mit der Kamera in seinem Loch verschwand. Vielleicht wollte es selbst ein paar Fotos machen. Glücklicherweise konnte der Fotograf sein Gerät rechtzeitig aus den Fängen der Krabbe befreien. Nummer 4. Niedliches Elefantenkalb stürzt sich auf den Fotografen. Wenn ein Elefant auf einen zustürmt, läuft man besser weg, oder? Nun, nicht in jedem Fall. Vor allem, wenn es sich um ein süßes kleines Kalb handelt, das den großen Macker spielt. Als ein Fotografenteam diese Elefantenfamilie im South Luangwa Nationalpark beobachtete, bemerkte der kleine Kerl die Menschen und war nicht erfreut darüber. Er griff sie an, wie es sich für einen bösen Stoßzahn gehört. Aber es war einfach das Süßeste, was man je gesehen hatte. Nummer 3. Mann erstarrt, als Gepard in Safari-Auto springt. Geparden sind faszinierend und fotogen, aber aus der Nähe sieht die Sache ganz anders aus. Als der Fotograf Peter Heistein zusammen mit seinem Stiefsohn Britton Hayes auf einer Serengeti-Safari in Tansania unterwegs war, erschreckte ein Gepard die beiden zu Tode. Das Tier sprang auf das Fahrzeug und begutachtete die Menschen. Während Peter das Foto seines Lebens bekam, saß Britton nur mit starrem Gesichtsausdruck da. Doch wer würde das nicht tun mit einem Geparden im Nacken? Nummer 2. Seeelefantenbaby schaut in die Kamera. Dieser Seeelefantenwelpe scheint Fotograf werden zu wollen. Als Natasha Hargard 2017 für ein Fotoshooting in die Antarktis reiste, erlebte sie die Überraschung ihres Lebens, als der Welpe ihr Stativ und ihre Kamera fand und untersuchte. Es war magisch, die wilden Tiere zu sehen, und dies war ein unvergesslicher Moment. Zum Glück war das Robbenbaby vorsichtig und warf nichts um. Vielleicht weiß es ja, wozu eine Kamera gut ist. Nummer 1. Ein Krokodil springt auf ein Boot. Okay, das Mindeste, was man beim Fotografieren von Krokodilen erwarten kann, ist, dass sich eines auf einen stürzt, oder? Schau dir diese erstaunlichen Aufnahmen einer Krokodilsafari an. Während ein Führer Köder auswirft, springt ein Exemplar fast auf das Boot. Das hätte schrecklich ausgehen können. Ein riesiges Krokodil mit einer Kamera im Schlund und einer Hand oder zwei. Was meinst du dazu?
Würdest du versuchen, dich nur für das perfekte Foto einem wilden Tier zu nähern? Schreib es in die Kommentare und abonniere diesen Kanal.